Der Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative steht fest. Es hat ja noch zwei Differenzen gegeben nach der ersten Sessionswoche. Bei der ersten Differenz ist der Ständerat auf den Nationalrat geschwenkt. Das heisst, jetzt steht eine Muss-Formulierung im Gesetz, wo es darum geht, dass Kantone etwas an die Aus- und Weiterbildungen zahlen müssen. Der Bund zahlt selbstverständlich daran auch etwas. Bei der zweiten Differenz gab es eine Einigungskonferenz, aber auch dort hat die nationalrätliche Variante obsiegt, zum Glück. Dort ging es darum, dass bis jetzt ärztlich angeordnete Pflegedienstleistungen nicht mehr zwingend eben ärztlich angeordnet werden müssen. Und da braucht es jetzt einfach noch gesamtschweizerische Vereinbarungen, nicht mehr spezifische Vereinbarungen mit Krankenversicherern. Ob die Initiative zurückgezogen wird, das wissen wir noch nicht. Der Ständerat wird noch erst über die Initiative noch debattieren. Es ist aber mit dem Gegenvorschlag ein guter, wichtiger, gangbarer Weg oder Gesetzesvorlage um. Leute, die nach altem Asylrecht vor 2019 einen abweisenden Entscheid bekommen haben und nicht zurückgeführt werden in ihre Heimat, denke jetzt da zum Beispiel an Tibeter, auch Leute aus Eritrea und Somalia, die sind in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Sie sind ins Nothilferegime hineingehauen, dürfen nicht arbeiten, müssen in den Unterkünften leben von den Asylbewohnern, überkommen 8 Franken Nothilfe pro Tag und haben keine Aussicht, die Situation zu verändern. In einer Motion verlange ich jetzt, dass der Bundesrat für diese Leute eine Lösung sucht. Es geht um etwa 3'000 Leute und denen wollen wir helfen. In der dritten Sessionswoche ist es hoch emotional nochmal zu und her gegangen. Ein Thema, das der EVP am Herzen liegt. Die Initiative Kinder und Jugend ohne Tabakwerbung ist dran gekommen. In einer 4-stündigen Debatte mit 35 Einzelsprechern durfte ich ein Einzelvotum haben, wo ich gehofft habe, dass wir doch durchkommen würden, dass die Tabakinitiative angenommen würde. Leider war das nicht so. 96 Leute haben dagegen gestimmt. Sehr enttäuschend für mich. Es hat nur 6 Leute gebraucht und wir wären durch gewesen. Wir hoffen jetzt, dass wenigstens vielleicht in die Differenzbereinigung noch etwas reinkommt vom Tabakproduktengesetz. Der Nationalrat hat mit grossem Mehr ein Postulat von seiner Außenpolitischen Kommission überwiesen, das einen Bericht zu der Situation der Tibeter in der Schweiz verlangt. Es geht vor allem um Meinungs- und Äußerungsfreiheit und um Überwachung. Hintergrund dieses Vorstoss sind Verstöße der Chinesen gegen die Grundrechte von Tibeter hier auf schweizerischem Territorium. Der Bundesrat wird in seinem Bericht das untersuchen. Nächste Woche fahren wir weiter hier im Bundeshaus mit Kommissionssitzungen. Euch sehen wir wieder in der nächsten Session. Auf Wiedersehen!